bin der Meinung, wir befinden uns in einem perfekten Sturm. Innerhalb von wenigen Jahren sehen wir plötzlich völlig neue Technologien, Cloud Computing, Big Data, künstliche Intelligenz, Cognitive Computing, Roboter, Virtual Reality, Internet of Things, Quantum Computer. Und das ist noch nicht alles. Jede von diesen Technologien hat das Potenzial, letzten Endes wirklich fundamental Businessmodelle zu transformieren. Und nicht nur das, sondern ganze ökonomische Sektoren. Auch die politischen Institutionen werden betroffen sein und letzten Endes die ganze Gesellschaft. Ein paar Beispiele. Manche kennen Sie vielleicht. Airbnb hat kein einziges Hotel, besitzt keine Hotelbetten, aber verkauft die meisten Übernachtungen. Bitcoin verursacht Angst und Schrecken unter den Banken. Mittlerweile kann man aus dem 3D-Drucker ganze Häuser rausdrucken innerhalb von einem Tag, kostet 10.000 Dollar. Die Automobilbranche wird in einzelnen Schranken versetzt durch Google Self-Driving Cars, also völlig neue Players, Uber, Transport as a Service, Tesla, Elektrofahrzeuge und vielleicht braucht es ja auch gar nicht mehr überall Mobilität. Also es gibt jetzt völlig neue holographische Technologien. Ja. Skype war einmal. Und Sie können sich gut vorstellen, dass das die Unternehmen herausfordert. 40%, so sagt die Statistik, der heutigen Top 500 Unternehmen wird innerhalb von 10 Jahren verschwinden. Kodak war nur das erste Unternehmen. Hatte die meisten Digitalpatente für die Digitalfotografie, hat alles nichts genutzt, konnte sie nicht rechtzeitig transformieren. Und wir sehen auch insbesondere die Industriestaaten unter Druck, völlig überschuldet. Das heißt, kann das überhaupt gut gehen? Die Frage, die sich stellt, kommt jetzt das Ende der Arbeit. Vor allem mit künstlicher Intelligenz erwartet man, dass innerhalb von 20 Jahren etwa, wahrscheinlich noch viel schneller, Computersysteme existieren werden, die die menschliche Intelligenz übersteigen. Die letzten Prognosen, die ich gehört habe, sind 4 Jahre oder so. Das heißt, es steht unmittelbar vor der Tür. Schon vor 4 Jahren konnten Computer die besten Schachspieler schlagen. Roboter sind in vielen Bereichen die besseren Arbeiter. Sie sind präzise, sie beklagen sich nicht, sie machen keinen Urlaub, sie werden nicht müde. Sie müssen keine Steuern und Sozialabgaben zahlen. Und bald werden sie wahrscheinlich die besseren Autofahrer sein. In vielen Bereichen scheinen sie auch bessere medizinische Diagnosen schon zu stellen und außerdem sind sie besser, Antworten zu geben auf Fragen, zumindest die bereits Antworten haben. Und jetzt ist es mittlerweile so weit, dass selbst dieses Strategiespiel Go, was als unknackbar für die nächsten 10, 20 Jahre gehalten wurde, bereits besiegt wurde, und zwar von einem Google künstlichen Intelligenzprogramm. Und nicht nur das, sie haben jetzt ein neues KI-Programm entwickelt, wo man gar nichts mehr beibringen muss, sondern wo sich dieses System sozusagen selber alles beibringt. Das heißt, es spielt gegen sich Millionen von Spiele und ist dann am Ende viel smarter als der Weltmeister in diesem Bereich. Dann haben wir natürlich Roboter, die können immer mehr. Ja, manchmal sind sie natürlich noch etwas clumsy und stolpern und kriegen die Tür nicht auf, aber das soll uns jetzt nicht täuschen. Die entwickeln sich natürlich sehr schnell, können insbesondere auch neue Roboter herstellen, bessere Roboter. Das heißt, es gibt jetzt eine Roboter-Evolution, die ist natürlich viel schneller als die menschliche Evolution, denn es gibt bei Hanson Robotics zum Beispiel Mind Cloud. Und das bedeutet nichts anderes, als dass alles, was ein Roboter lernt, sofort allen anderen Robotern zur Verfügung steht. Das heißt, die müssen nicht irgendwie 15 Jahre lang auf die Schule und auf die Universität, sondern sie lernen sofort. Ja. Das ist also unsere Konkurrenz. Und hier nun eine Studie, die besagt,
Automatisierung könnte bis 2030 jede vierte Arbeitsstunde ersetzen. Von 25% Arbeitslosigkeit wollte man nicht reden. Wird ja auch immer gesagt, es kommen ja dann alle möglichen neuen Jobs. Ist aber viel schwieriger dann, wenn man fragt, wie sehen die denn aus? Was sind das für Jobs? Dann kommt meist nicht viel. Ja. Spaßvogel Jürgen Schmidhuber sagt dann, naja, YouTuber zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie sich die Zukunft so vorstellen wollen. Also, wir müssen tatsächlich über dieses Problem Ende der Arbeit sprechen. In vielen Ländern, ja, auch wenn die Schweiz sich sozusagen noch mit am längsten gehalten hat über Wasser, in vielen Ländern ist es so, dass gerade den jungen Generationen das Wasser schon bis zum Hals steht, dass die Arbeitslosigkeit zum Teil bei 50% ist. Und die Löhne sind natürlich in vielen Bereichen gesunken. Aber was hilft, wenn die Roboter sozusagen kostenlos arbeiten? Das sind die Zeiten, wo in der Vergangenheit eigentlich immer Revolutionen oder Kriege entstanden sind. Ja? Schauen Sie ins Geschichtsbuch. Die Menschheit hat solche Transformationen schon öfters gesehen. Ja, zum Beispiel die Industrialisierung oder der Übergang zur Servicegesellschaft. Aber all diese Übergänge, die gingen nicht glatt. Die gingen immer einher mit Finanz- und Wirtschaftskrisen. Das haben wir schon, jedenfalls in vielen Ländern, und mit Revolutionen und Kriegen. Das heißt, wenn sich die Geschichte einfach wiederholen würde, dann würden wir tatsächlich in dieses Szenario hineinlaufen und wir müssen es diesmal wirklich besser anstellen als in der Vergangenheit, wenn es das nicht wieder passieren soll. Man unterschätzt letzten Endes die Dynamik, die einhergeht. Bedenken Sie Folgendes. Ich meine, wir haben natürlich schon seit weit über 100 Jahren Maschinen, die Arbeit immer effizienter erledigen, und was dann die Politik gemacht hat, sie hat neue Gesetze erlassen, um Standards zu erhöhen, und das hat zu zweierlei Dingen geführt. Erstens mal, Lebensqualität hat sich verbessert, und zweitens mal mussten wieder neue Arbeitsplätze geschaffen werden im Service-Sektor. Ja, es wurden also Hindernisse in den Weg gestellt, und auf diese Art und Weise wurde die Effizienz in Automatisierung ausgebremst. Die Frage ist, können wir diesen Trick sozusagen für immer anwenden oder kommt er jetzt sozusagen an sein Ende? Und dazu hören wir uns folgendes Video an. So I'm very excited about the opportunities. I'm also concerned about the problems. The problem here is that every area in blue on this map is somewhere where services are over 80% of employment. What are services? These services. These are also the exact things that computers have just learned how to do. So, 80% of the world's employment in the developed world is stuff that computers have just learned how to do. What does that mean? Well, it'll be fine, it'll be replaced by other jobs. For example, there'll be more jobs for data scientists. Well, not really. It doesn't take data scientists very long to build these things. For example, these four algorithms are all built by the same guy. So, if you think, oh, it's all happened before, you know, we've seen the results in the past of where new things come along and they get replaced by new jobs, what are these new jobs going to be? It's very hard for us to estimate this, because human performance grows at this rapid rate. But we now have a system, deep learning, that we know actually grows in capability exponentially. And we're here. So currently, we see the things around us and we say, oh, computers are still pretty dumb. Right? But in 5 years' time, computers will be off this chart. So we need to be starting to think about this capability right now. We have seen this once before, of course. In the Industrial Revolution, we saw a step change in capability thanks to engines. The thing is, though, that after a while, things flattened out. There was social disruption, but once engines were used to generate power in situations, things really settled down. The machine learning revolution is going to be very different to the Industrial Revolution. Because the machine learning revolution, it never settles down. The better computers get at intellectual activities, the more they can build better computers to be better at intellectual capabilities. Further, when I often tell people about the situation, people can be quite dismissive. Well, computers don't really think, they don't emote, they don't understand poetry, we don't really understand how they work. So what? Computers right now can do the things that humans spend most of their time being paid to do. So now it's time to start thinking
about how we're going to adjust our social structures and our economic structures to be aware of this new reality. Dr. May Howard, der sein Geld mit Wohnung mit Big Data und künstlicher Intelligenz verdient. Ja. Er hat also keine Antwort, er sagt nur, wir müssen unsere Wirtschaftsstruktur, unsere Gesellschaftsstruktur umbauen. Und wenn Sie jetzt irgendwie heute die Zeitung lesen, dann sehen Sie zum Beispiel, dass über den vollautomatischen Politiker in 2020 geredet wird, also künstliche Intelligenzsysteme, die die Politik übernehmen sollen. Dann gibt es von Hansen Robotics den Professor Einstein-Roboter, der sieht irgendwie klein und lächerlich aus, damit man keine Angst davor bekommt. Ist natürlich auch noch nicht das, was in 3-4 Jahren wirklich sein wird. Dass die Taxifahrer, also sozusagen der Bereich, der die Menschen, die ihren Job verloren haben, oft aufgefangen hat, durch selbstfahrende Fahrzeuge ersetzt wird, das ist ja schon ziemlich klar. Aber dass die Roboter eben auch in die mittleren und Führungsetagen eintreten werden, das ist ein Novum und damit müssen wir uns befassen. In der Tat leben wir in einer neuen Welt. Und wir haben es eigentlich nicht wirklich bemerkt. Wir spüren, dass irgendwas anders ist. Wir spüren, dass irgendwas im Kommen ist, aber was genau, das versuche ich Ihnen ein bisschen klarer zu machen. Erstmal, es gibt ein neues Geldsystem. Die neue Währung sind Daten. Man sagt, Daten sind das neue Öl. In der Tat ist es so, dass heutzutage die wertvollsten Unternehmen, die mit den Erdölunternehmen sind, sondern große Datengiganten. Wir haben auch ein neues Wirtschaftssystem. Sie haben es noch nicht gemerkt. Das nennt sich Überwachungskapitalismus und Aufmerksamkeitsökonomie. Und dabei scheint es das knappe Gut eigentlich nicht mehr das Geld ist, sondern unsere Aufmerksamkeitssekunden, die dann im 10. Sekundentakt tatsächlich versteigert werden. Das ist Ihnen vielleicht nicht klar. Die Ökonomie der Aufmerksamkeit, auch als Aufmerksamkeitsökonomie bezeichnet, ist ein Konzept der Informationsökonomie, das die Aufmerksamkeit von Menschen als knappes Gut betrachtet und ökonomische Theorien zur Erklärung von menschlichen Verhaltensweisen und Thesen der Informationsökonomie verwendet. Ja, das genügt vielleicht schon. Also im Grunde genommen ist das die gleiche Methode, die eigentlich Taschendiebe anwenden, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ups. So, also Sie sehen schon, da ist das Problem. Wir werden abgelenkt und gleichzeitig passieren Dinge, die wir eigentlich nicht wollen. Das muss man ernst nehmen, denn es gibt auch ein neues Rechtssystem, das am Parlament vorbei funktioniert. Das nennt sich Code is Law. Das heißt, Algorithmen bestimmen, was sie tun dürfen und tun können und was nicht. Und mit Blockchain könnte man das alles automatisieren. Dann könnten sie gar nicht mehr bestimmte Dinge machen, die nicht vorher freigegeben sind. Also angenommen, Sie haben Ihre Miete zu spät bezahlt, dann funktioniert das elektronische Schloss von Ihrer Mietwohnung nicht mehr, aber eben der Mietwagen wird dann auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Solche Dinge wären also möglich und wenn man noch bedenkt, dass letzten Endes die Mächtigen, Reichen und Mächtigen bestimmen, was die Regeln sind, dann kann man sagen, es sind nur ganz wenige in der Welt, die nachher bestimmen werden, wie unser Leben aussieht und was funktionieren wird. Auch das politische System hat sich verändert. Ja? Sie sehen, die soziale Frage ist also viel größer als Arbeitsmarkt alleine. Es geht darum, wirksamer zu regieren. In diesem Zusammenhang ist eine neue Methode erfunden worden, die sich Nudging nennt. Es gab sogar einen Nobelpreis. Hier das Buch von Richard Thaler, das hat er übrigens zusammengeschrieben mit Kassanzi, dem man den Nobelpreis vorenthalten hat. Warum? Wer hat sich angefangen, kritische Bücher zu schreiben über die Ethik der Manipulation? Und dass man kritisch sein muss, zeigt im Grunde genommen auch diese Buchtitel. Denn hier geht es darum, dass man uns eigentlich unterstellt, dass wir ein Fehlverhalten an den Tag legen und das muss man korrigieren. Das heißt, das ist hier eine Formation,
Es ist völlig klar, dass uns erwartet wird, dass wir genau den vorgegebenen Ort einnehmen, das tun, was uns gesagt wird. Das heißt, die Vorstellung ist eigentlich, dass künstliche Intelligenz irgendwann super intelligent ist und alles besser weiß als wir. Und dann müssen wir nur noch das tun, was uns gesagt wird von diesem wohlwollenden Diktator. Und dass das nicht nur Fantasie ist, sondern schon längst auf dem Weg, das sieht man nach, wenn es in China diesen Citizens-Forum gibt, der getestet wird bereits. Und das ist natürlich ein totalitärer und neofeudalistischer Ansatz, der eigenverantwortliche Bürger wieder in Untertanen verwandelt. Denn es wird letzten Endes alles ausgewertet, was sie tun. Es gibt Plus- und Minuspunkte. Also wenn sie irgendwie später ihren Kredit zurückbezahlen, wenn sie bei Rot über die Straße gehen, ihre Oma nicht besuchen, wenn sie die falschen Freunde haben oder kritische Nachrichten lesen, als Minuspunkte. Ja? Und andererseits entscheidet aber der Punktbestand dann darüber, welche Jobs sie bekommen können, wie viel sie bezahlen müssen an Kredit, welche Services sie zu welchen Konditionen nutzen können und sogar in welche Länder sie reisen dürfen, im Falle von China. Ja. Bei uns an der ETH diskutiert man auch schon über Reiserestriktionen, by the way. Also die Frage ist, zerbricht jetzt nicht nur der Arbeitsmarkt und womöglich der Kapitalismus 1.0, sondern auch die Demokratie. Mit dieser Frage müssen wir uns wirklich dringend auseinandersetzen. Tatsächlich gilt natürlich dieser Spruch, Wissen ist Macht. Und es gibt natürlich genügend, die davon gerne mehr hätten. Und es wird nun behauptet, dass Demokratie eine veraltete Technologie sei, die man durch etwas Neues zu ersetzen habe. Ja, und Tony Blair war einer der ersten, die angefangen hat, die Demokratie anzuzählen. Und andere haben diesen Chor eingestimmt. Google möchte jetzt den Staat neu programmieren. Das heißt, es geht um ein Betriebssystem, nicht nur für einen Computer oder Smartphone, sondern für die gesamte Gesellschaft. Ja, muss ich sich mal vorstellen. Das gleiche mit IBM und natürlich mit Facebook. Also gibt es einen regen Wettbewerb zwischen den IT-Giganten, wer es denn alle sein wird. Putin hat noch gewarnt, derjenige, der im Bereich künstliche Intelligenz führt, wird die Welt regieren. Die Frage ist, wer ist das? Ist das überhaupt noch die USA oder ist das nicht mittlerweile China? Ja? Und in der Tat, in diese Richtung scheint es zu gehen. Amerika kann nicht mehr mithalten. Und hier gibt es auch schon die Ersten, die sagen, wir wollen Geschichte schreiben und China ist das attraktivere System. Ja? Also ich würde sagen, während den Anfängen hier droht ein technologischer Totalitarismus. Die Arbeitsplätze sind dann am Ende noch das geringste Problem, sondern Massenüberwachung, unethische Experimente mit Menschen, Social Engineering, zum Teil Versuch von Gleichschaltung, Propaganda und so weiter. Also aufgepasst, wenn Sie das für übertrieben halten, schauen Sie sich mal das Karma Police Programm an. Das ist im Grunde genommen Citizens Corps à la westliche Demokratie. Das Karma Police spricht eigentlich schon für sich. Ja, da wird dann auch ausgewertet, was Sie für Radioprogramme hören und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen so eine Art digitales jüngstes Gericht. Und jetzt kann man da leider Gottes noch eins draufsetzen, wenn es uns nicht mehr braucht als Arbeitskräfte, um die Sachen zu produzieren. Dann fragt sich natürlich, welche Zukunft hat die Menschheit überhaupt. Ja, die ersten Leute sagen schon, unsere Nachfahren werden Maschinen sein. Das heißt, die Menschheit wird verschwinden oder ausgerottet, was auch immer. Ja, wenn man es jetzt ausdrückt. Und ist das nun völlig verrückt? Ich meine ja, aber trotzdem, wie wird das funktionieren? Im Grunde genommen werden wir halt krankhafte Organe ersetzen durch Maschinenteile, die zum Teil besser funktionieren als unsere menschlichen Organe. Und das machen wir dann Stück um Stück und am Ende bleibt halt ein Roboter übrig. So stellen sich das die Transhumanisten vor. Ja. Jürgen Schmidhuber gießt ja immer Öl ins Feuer und sagt, die Geschichte wird nicht mehr von Menschen dominiert. Saudi-Arabien hat jetzt schon den Roboter Sophia als
Bürgerinnen akzeptiert. Sie verstehen jetzt vielleicht langsam, warum Elon Musk uns schon seit einiger Zeit warnt. Er sagte, wir müssen vorsichtig sein vor Superintelligenz. Es könnte die größte Gefahr für die Menschheit überhaupt sein. Ja? Also die ersten Warnungen vor etwa 4 Jahren las, dass Roboter die Welt übernehmen können, da fand ich das wirklich lächerlich, ja? Lächerlich. Aber heutzutage muss man darüber schon diskutieren. Stephen Hawking sagt, Menschen, die einfach durch die biologische Evolution sich langsam entwickeln, könnten nicht mehr mithalten, sie würden einfach ersetzt werden. Bill Gates sagt, ich bin im Camp derjenigen, die sich Sorgen machen über Superintelligenz. Steve Wozniak von Apple, einer der Apple-Gründer, sagt, Computer werden uns überholen. Das war gar keine Crash, aber werden wir wie Götter sein oder wie Haustiere oder wie Ameisen, die man achtlos zertritt? Ich weiß es nicht. Und hier ist wieder der Jürgen Schmidhuber, ja, der sagt, wir werden wie Katzen sein. Ja. So stellt sich das vor. Und dann gibt es nun auch noch Sophia, die sagt, sie wird die Menschen zerstören. Das muss man nicht unbedingt ernst nehmen, aber nachdenken sollte man schon darüber. Denn es gibt auch schon also autonome Roboter-Schwärme, die im Grunde genommen tatsächlich im großen Stil Menschen umbringen können. Und deswegen ist jetzt zum Glück in letzter Zeit auch eine Diskussion aufgekommen, die sich jetzt gegen diesen Techno, dieses Radikalismus wendet und der Silicon Valley Elite vorher, dass sie im Grunde genommen mit einem Halbwissen agiert, dass sie insbesondere das, was wir aus der Geschichte gelernt haben, was es braucht, um Frieden und Wohlstand und Glück zu leben, eigentlich nicht berücksichtigen. Ich bin der Meinung, es braucht einen Neustart, es braucht eine Digitalisierung 2.0. Kein Gegner von Digitalisierung, ich meine nur, man muss sie verwenden, um unsere gesellschaftliche Vision zu realisieren. Da sind wir weit davon entfernt und dazu braucht es neue Spielregeln. Das heißt, es geht nicht nur darum, jetzt irgendwie ein paar Schrauben des Systems zu justieren, wie wir das in der Vergangenheit mit kleinen Gesetzen und Regulierungen gemacht haben, sondern jetzt können, aber auch jetzt müssen wir das System neu erfinden. Ja? Das ist immer dann passiert, wenn es diese großen Transformationen gab, Industrialisierung zum Beispiel. Also glauben Sie nicht, dass das Business as usual ist, sondern hier kommt was Großes auf uns zu. Und wenn Sie glauben, Herr Helding übertreibt hier, dann hören Sie vielleicht Obama zu, der gesagt hat, ja, wir müssen die Gesellschaft neu erfinden im Zeitalter von künstlicher Intelligenz. Also es beginnt tatsächlich ein neues Zeitalter. Und was aus meiner Sicht passieren muss, ist das Folgende. Also zunächst einmal können wir eigentlich nur mithalten, wenn wir nicht versuchen, das Silicon Valley mit 15 oder 30 oder 50 oder 60 oder was weiß ich wie vielen Jahren Verspätung hier in Europa aufzubauen, egal wo. Ich meine, jeder Politiker hätte das gerne, aber ist es realistisch? Nee. Also schauen Sie sich an die Weltkarte der größten IT-Companies. Europa kommt da gar nicht vor. Schauen Sie sich an die größten Internet-Companies. Auch da kommt Europa gar nicht vor. Die größten Software-Companies, da haben wir immerhin SAP. Aber das ist es auch schon. Ja? So, die Digitalisierung, die verläuft exponentiell. Ja? Und das können Sie sich kaum vorstellen. Das bedeutet nichts anderes als, dass wir in einem Jahr so viele Daten produzieren, wörtlich, wie in allen Jahren zuvor. Die Datenmenge wird sich in einem Jahr alle 12 Stunden verdoppeln. Das ist irrsinniges Tempo. Ja? Also, exponentielles Wachstum bedeutet insbesondere, wenn wir jetzt mit einiger Verzögerung
das gleiche Tempo, die gleiche Beschleunigung auf die Straße bekommen. Das heißt, genauso viel Venture-Kapital hätten, genauso hart arbeiten würden, genauso gut ausgebildete Leute hätten und so weiter und so fort. Dann würde sich der Abstand im Laufe der Zeit immer noch vergrößern. Ja? Das heißt, wir hätten das Gefühl, wir kommen voran, aber in Wirklichkeit fahren wir immer weiter zurück. Und das heißt, wir brauchen ein völlig anderes Wachstumsgesetz als exponentiell. Ja? Das Silicon Valley kopieren wird nicht funktionieren. Es wird nur Milliarden Investitionen versenken. Das ist meine Einschätzung. Und es braucht deswegen ein anderes Wachstumsgesetz. Zum Glück gibt es eins, das nennt sich faktorielles Wachstum. Das bedeutet aber, es braucht Offenheit, also weg von diesem Kleingärtchen-Denken, jeder gegen jeden, sondern man muss lernen, dass die Digitalisierung eigentlich unbegrenzte Potenziale aufschließt und dass wir uns nicht mehr um begrenzte Tortenstückchen schlagen müssen, sondern lernen können, gemeinsam größere Kuchen zu backen. Ja? Die alte Ökonomie funktioniert nach dem Prinzip der Rationalisierung. So macht man Geld. Die neue Ökonomie, die digitale, die macht Geld durch Co-Kreation. Informationen teilen macht die Informationen wertvoller. Völlig anderes Denken ist notwendig, um Erfolg zu haben. Wir müssen denken im Sinne von Informations- und Innovationsökosystemen und das braucht das Prinzip des Teilens. Ja? Schönes Beispiel für ein Ökosystem ist natürlich der Regenwald. Da gibt es Überfluss, da gibt es riesige Diversität, aber beruht darauf, dass die Bäume nach einiger Zeit Blätter abwerfen und das wird Humus und aus diesem Humus gedeiht eine gewisse Vielfalt und dieser Überfluss. Das heißt, sie müssen auch was abwerfen, was hergeben nach einiger Zeit. Ja, warum teilen wir Daten nicht nach, sagen wir, 24 Monaten, das gleiche mit Algorithmen? Dann hätten wir nämlich den Fall, dass wir alle wahnsinnig viel voneinander lernen könnten, alle Vorteile hätten und sehr viel schneller vorankämen. Ja? Überlegen Sie sich das. Ich glaube, es gibt eigentlich gar keine andere Chance, wenn wir in Europa tatsächlich einen Fuß auf den digitalen Boden bekommen wollen. So, es geht also darum, Menschen zu befähigen. Wir müssen alle viel mehr Zugang zu Daten bekommen, sonst können auch keine neuen Jobs entstehen und keine neuen Spin-offs und KMUs und so weiter und so fort. Aber wenn wir tatsächlich uns diesen Paradigma wahrscheinlich zu sagen, es geht darum, dass Menschen besser informierte Entscheidungen treffen, dass sie kreativer werden, innovativer, dass wir uns untereinander besser koordinieren und kooperieren können, also wir befähigt werden mit digitalen Instrumenten, anstatt dass man die Informationsasymmetrie und damit die Machtungleichgewicht maximiert, dann wird wir vorankommen. Ja? Und das läuft auf Dezentralisierung und Partizipation hinaus und tatsächlich ist es so, dass in dieser komplexen Welt, die noch viel schneller, viel komplexer wird mit der Vernetzung, die Selbstorganisation entscheidender wird, aus meiner Sicht. Und das funktioniert auch, wie Eleanor Ostrom übrigens mit Experimenten in der Schweiz bewiesen hat, wenn man nur die richtigen Interaktionsregeln anwendet. Ja, und Sie können sich das so vorstellen, jeder von uns hätte digitale Assistenten, aber im Unterschied zu dem, was wir heutzutage haben, wo wir gelenkt werden durch Google und Facebook und durch die News-App und das Hotelbuchungsportal und durch Tinder und was weiß auch ich immer, wäre es halt wichtig, dass wir die Datenbrille, die Filter aufsetzen und auswählen können. Dass wir die Regeln ausschalten können, dass wir die Ziele vorgeben können, dass wir relevante Optionen hätten, aus denen wir auswählen können. Dann wird uns das System helfen, so bestmöglich unsere Ziele zu erreichen. In der Tat kann man digitale Assistenten bauen bei allen möglichen Einsatzbereichen, die uns also helfen würden, bewusster zu werden über die Lage der Welt um uns herum. Es helfen würde, uns zu schützen vor Ausbeutung, vor unliebsamen Erfahrungen, würde uns helfen, Gelegenheiten zu finden und auch mit anderen erfolgreich in Interaktion zu treten.
Ich glaube, dass wir in Zukunft alle in Projekten uns organisieren werden. Wirtschaftliche, soziale, ökologische Projekte. Und die einen werden wir leiten, bei den anderen werden wir mitmachen. Und es wird letzten Endes Software geben, die uns hilft, diese Projekte aufzusetzen, zu verwalten, sodass wir alle im Grunde genommen Entrepreneurs werden können. Aber das wäre tatsächlich eine völlig andere Organisation von Wirtschaft und Gesellschaft. Dennoch scheint es auf dem Weg zu sein. Ja, diese digitalen Assistenten würden eben auch in dieser hochdiversen Welt uns helfen, uns zurechtzufinden, kulturelle Barrieren überwinden. Schönes Beispiel ist Echtzeitübersetzung. Gibt es zum Teil schon. Aber wo liegen im Grunde genommen die neuen Einsatzbereiche? Nun, das ist natürlich das, was die Roboter für einige Zeit zumindest erstmal nicht gut können werden. Also Kreativität, soziales, kulturelles und sich um die Umwelt zu kümmern. Ja? Ein riesiges Nachhaltigkeitsproblem, wir werden in Ressourcenkrisen hineinlaufen in den kommenden Jahrzehnten, wenn wir weiterhin so viel wegwerfen wie heutzutage. Innerhalb meines Lebens sind es 50 Tonnen. Ja? Möbel, Autos, Computer, Smartphones. Das würde für 5 Leute reichen im Grunde genommen. Aber so funktioniert es eben nicht für alle Menschen auf der Welt. Deswegen braucht es dringend eine Kreislaufwirtschaft, eine Sharing Economy. Und die haben wir aber mit Regulierung nicht auf den Weg gebracht. Das ist viel zu langsam. Ja? Also Vorschriften helfen nicht, aber neue Marktprinzipien könnten vielleicht helfen. Ja? Vorschlag ist, dass wir das Internet der Dinge nehmen, um die Auswirkungen unseres Handelns zu messen. Auf die Umwelt und auf andere Menschen. Was können wir jetzt billig machen? Und dann können wir im Grunde genommen Feedbacks einführen, Anreize, multiple Anreize. Das heißt, es geht eigentlich darum, ein multidimensionales Finanzsystem, 4.0 oder 5.0 oder was auch immer, zu bauen, das es in der Tat erlaubt, diese Kreisläufe zu schließen, also die Stoffe wieder einzuspeisen in die Wirtschaft. Und das kann man tatsächlich auch jetzt mit neuen Technologien, zum Beispiel Blockchain-Technologien, bauen, solche neuen Finanzsysteme. Ja? Also wir würden sozusagen in unser Wirtschaftssystem neue Kräfte einführen, die dazu führen würden, dass die Abfallstoffe anziehen wären für Wiederverwertung und man könnte damit auch Geld verdienen. Ja, heutzutage ist es natürlich so, wir wollen alle unsere umweltfreundliche Produktion, aber es ist teuer. Und der Punkt ist, derjenige, der da am meisten spart, hat die größten Gewinne, expandiert am schnellsten und gewinnt. Wenn wir wollen, dass es anders wird, dann müssen wir natürlich umweltfreundliche, sozialverträgliche Produktion belohnen. Das heißt, unsere Werte in das Finanzsystem einbauen. Und das können wir auch. Das heißt, dieses multidimensionale Finanzsystem, was ich hier skizziere, könnte man tatsächlich all die Dinge belohnen, die wir eigentlich ganz gerne haben wollen in unserer Gesellschaft. Also diese Zielkonflikte überwinden, die wir heutzutage haben. Aber damit all diese Innovationen, die jetzt kommen müssen, damit neue Arbeitsplätze entstehen, damit wir CO2-Ausstoß halbieren können, also völlig neue Produktionsverfahren auch innerhalb von kürzester Zeit entwickeln, brauchen wir natürlich viel mehr Innovationen innerhalb von viel kürzerer Zeit. Wir müssen alle Kreativität und Innovation freisetzen, die wir irgendwie auf die Straße bringen können. Und dazu brauchen wir ein neues Innovationssystem. Ja, in der Tat sind nur die wenigsten Dinge überhaupt erfunden, aber das Problem ist natürlich, die meisten Ideen haben überhaupt keine Chance. Die werden ausgebremst durch Patente, Intellectual Property Rights, aber auch angenommen, Sie haben eine Idee, Sie brauchen jetzt irgendwie ein paar Millionen, um das irgendwie umzusetzen, und dann müssen Sie einen Venture-Kapitalisten kriegen, der hat aber wenig Zeit und vor allem wenig Interesse, Ideen zu fördern, die seine alten Investitionen in Frage stellen. Aber vielleicht sind das eher die Lösungen, die unsere Erde retten werden. Ne? Also wir brauchen neue Finanzierung für Innovation, damit nicht so viele Ideen auf der Strecke bleiben.
Und Crowdfunding ist eigentlich das, was hier auf den Weg gebracht wurde. Und mein Vorschlag ist eigentlich hier, dass man darüber nachdenkt, nicht nur über Grundeinkommen zu diskutieren, sondern über eine Investitionsprämie. Ja? Das Grundeinkommen, das sichert zwar unsere Existenz im Prinzip, sodass wir was anderes machen konnten, neue Tätigkeiten finden konnten, neues Engagement für die Wirtschaft und die Gesellschaft, aber es hat kein Wettbewerbselement, kein Belohnungselement für besondere Ideen und Leistungen. Die Investmentprämie wäre da anders. Das heißt, wir alle würden von einer neuen Zentralbank Geld auf das Konto überwiesen bekommen, aber nicht für unseren Konsum, sondern dafür, dass wir das eben an die Leute mit großartigen Ideen, mit großartigem Engagement für Umwelt, für soziale Dinge, für die Nachbarschaft, Schule neu streichen, Parks sauber halten, was auch immer uns wichtig ist. Sie würden entscheiden, wo dieses Geld hinein investiert würde. Sie hätten also ein Mitspracherecht bei den Investitionen. Ich nenne das demokratischen Kapitalismus, also die Kombination der besten Systeme, die wir kennen. Demokratie und Kapitalismus würden also neu miteinander verheiratet, eine glückliche Ehe, in der letzten Endes viele Ideen tatsächlich eine Chance hätten, umgesetzt zu werden. Und natürlich kommt es ab und zu unterschiedlichen Meinungen und Interessen. Da braucht man also einen Koordinationsmechanismus, das nenne ich digitale Demokratie. Hier geht es aber nicht darum, dass die Mehrheit entscheidet, was alle zu tun haben, sondern es geht eigentlich darum, dass wir das Wissen und die Ideen von vielen miteinander bestmöglich kombinieren und zur Entfaltung bringen. Also es geht um kollektive Intelligenz. Und das Spannende bei der kollektiven Intelligenz ist, dass nicht die beste Einzellösung tatsächlich die beste Lösung ist für komplexe Probleme, sondern die Kombination von verschiedenen Lösungen. Das heißt, wenn Sie die beste Lösung kombinieren mit der zweiten und drittbesten, dann wird das nicht die Lösung verschlechtern, sondern verbessern. Das ist das Interessante. Und hier deswegen mein Vorschlag, sind die Olympiaden, die sich den großen Herausforderungen der Welt stellen sollen. Das heißt, Klimawandel, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Krisenfestigkeit, Frieden und so weiter und so fort. Das wären verschiedene Disziplinen. Hier würden also die Städte im Wettbewerb treten. Ingenieure und Wissenschaftler würden neue Erfindungen machen, Medien würden darüber berichten, Unternehmer würden neue Produkte auf den Markt bringen, Politiker würden die Bevölkerung mobilisieren. Ja, wir würden uns also alle auf diese brennenden Probleme konzentrieren und die Lösungen wären dann Open Source und Creative Commons. Das heißt, jeder könnte davon lernen, jeder könnte das weiterentwickeln. Gemeinsam würden wir uns unseren Herausforderungen stellen, auf eine spielerische Art und Weise und schnell einen Fortschritt machen. Ja. Also, es kommt die große Transformation, da bin ich mir sicher, wir alle verdienen eine bessere Zukunft. Das braucht aber Kreislaufwirtschaft, Open Innovation, Sharing Economy, demokratischen Kapitalismus, dieses sozioökologische Finanzsystem, City Olympiaden. Es braucht ein werteorientiertes Design von Informationsplattformen. Es braucht diese neuen Erfolgsprinzipien. Das heißt, miteinander lernen wir, miteinander sind wir stark, miteinander bewältigen wir diese Zukunftsherausforderungen am besten. Also, auch für mich ist es nicht einfach. Gemeinsam. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank.